Ich habe mehrere hunderte Bücher gelesen. Auf Audible sind es, glaube ich, so um die 400. Und zu Hause habe ich auch noch mal 200 Bücher ungefähr. Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Gesetz der Anziehung, Psychologie, Trauma. Und heute möchte ich mit dir die Essenz teilen, weil vieles sich doch ähnelt, aber auch einiges sich ergänzt. Gerade Thema Psychologie, Trauma ergänzt sich sehr ja, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da kann man auch noch mal dazulernen, weil in der Persönlichkeitsentwicklung da ein paar Informationen fehlen, die es dann in den anderen Büchern gibt. Ich finde es sehr spannend, um kurz darauf einzugehen, dass man nicht immer nur bei einem Thema bleibt, sondern dass man sich öffnet und in verschiedene Bereiche guckt. Und oft ergänzt sich alles und zeigt nochmal ein großes, ganzes Bild, als wenn man nur immer auf eine Seite, so also nur Persönlichkeitsentwicklung guckt. Also die Essenz dessen, was ich aus all den Büchern gelernt habe, ist, dass unsere Gedanken tatsächlich, ja, jetzt kommt's, wissen ja alle, dass unsere Gedanken große Macht haben. Unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Erwartungen, dass die unser Leben ein Stück weit mitbestimmen und eine Richtung vorgeben. Und dass wir auch Einfluss haben auf unsere Gedanken, also aus der Sicht der Psychologie, Traumatherapie, ist es wiederum so eine bestimmte Arbeit, die wir an uns machen können. Das heißt, es wird dir immer gesagt, positiv denken, ne? Also guck dir deine negativen Gedanken an, versuch dich zu ersetzen durch einen positiven Gedanken. Ist nicht so ganz möglich, gerade dann, wenn man traumatisiert ist, also Bindungstrauma hat zum Beispiel, dann ist es schwierig, sich auf positive Gedanken zu konzentrieren. Unser Nervensystem ist so gepolt, dass es, so wie ich aufgewachsen bin, wenn ich zum Beispiel aufgewachsen bin, dass ich mich nie immer sicher gefühlt habe in der Kindheit. Ja? Und viele werden jetzt sagen, ich habe mich immer sicher gefühlt, ich habe super liebe Eltern. Das ist super spannend, wenn man mit Psychologie sich so befasst, dass gerade Menschen, die davon überzeugt sind, dass alles gut gelaufen ist, wie viel schief da gelaufen ist, weil man es einfach anders nicht kennt, weil die Eltern waren ja lieb und nett. Aber man hat sich trotzdem nicht immer sicher gefühlt, weil die eigenen Emotionen nicht gewertschätzt wurden, weil man mit seinem Sein, mit seinem Denken und Fühlen nicht immer so angenommen wird. Und als Kind passt man sich natürlich immer den Eltern an. Das ist das Allerhöchste, weil man die Bindung nicht verlieren möchte. Und wenn ich mich also dann nicht sicher gefühlt habe, bin ich in einem Fluchtkampfmodus oder in einem Erstarrungsmodus. Sehr viele Frauen, vor allen Dingen Frauen, sind in einem Erstarrungsmodus und passen sich einfach an. In so einem Modus ist es schwierig, positiv zu denken und es ist schwierig, eine positive Erwartungshaltung an das Leben zu haben. Das fand ich sehr spannend, was auch für mich dann neu war mit der Zeit, das zu lernen, dass man nicht einfach nur Affirmationen spricht, positiv und das war's, sondern wirklich tiefer gucken sollte, um an sich zu arbeiten, um an seinen Emotionen zu arbeiten und vor allen Dingen Wunden aus der Kindheit, emotionale Wunden, die nicht verarbeitet wurden. So, und wenn ich sage, nicht verarbeitet wurde, ist es uns ja noch nicht mal bewusst, dass wir emotionale Wunden haben. Die meisten wissen es gar nicht. Sie laufen mit einem Päckchen auf dem Rücken rum und wissen gar nicht, dass sie dieses Päckchen tragen, wundern sich aber, warum das Leben so schwer ist. Und denken aber, in meiner Kindheit war ja alles gut. So, und es geht jetzt nicht darum, Eltern zu beschuldigen oder sonst jemanden zu beschuldigen, sondern wirklich an sich zu arbeiten mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen und zu gucken, was belastet mich im Alltag? Ja, was ist denn für ein vorrangiges Gefühl da? Und das sind oft Gefühle, die verarbeitet werden wollen. Das sind oft Gefühle, die aus der frühen Kindheit stammen, die damals nicht verarbeitet wurden und die jetzt immer wieder hochkommen in Situationen, in verschiedenen Menschen, in verschiedenen Personen. Das ist so spannend. In der Psychologie hat man herausgefunden, dass das, was in den ersten 7 Jahren passiert ist, nicht verarbeitet wurde als Kind, sich alle 7 Jahre wiederholt in verschiedenen Situationen und in verschiedenen Personen, die zu einem kommen, die einen genauso verletzen. Und man merkt das nicht, weil das ja alles immer so zeitversetzt ist. Und weil es immer verschiedene Situationen sind und verschiedene Menschen sind. Und man bemerkt nicht, dass es irgendwie alles immer dasselbe ist in Wirklichkeit. Also immer wieder dasselbe Gefühl und immer wieder aufs Gleiche hinausgeht, dass man sich einfach vielleicht einsam fühlt oder falsch fühlt oder sonst was. So, und dass wir daran arbeiten, um dann erst positiv denken zu können und eine positive Erwartungshaltung an das Leben zu haben. Das ist so eine Essenz, die ich jetzt für mich gelernt habe. Und die unglaublich heilsam ist und auch unglaublich, nicht nur heilsam ist, das Leben auch positiv beeinflusst. So, und jetzt klingelt es wieder an der Tür. Moment. Jetzt wird es ein bisschen laut im Hintergrund, aber ich gehe meinen Gedanken noch zu Ende. Und zwar, was ich noch dadurch gelernt habe, ist diese äußeren Umstände, die uns immer mal wieder passieren. Manchmal zwingt uns das Leben einfach in die Knie oder es passieren Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Wie gehe ich damit um? Brechen die mich und machen mich kaputt und ich laufe rum wie ein Opfer? Und bin total verzweifelt oder bin ich weiser dadurch? Lerne ich dadurch? Erkenne ich Dinge dadurch? Wachse ich in meiner Persönlichkeit? Was für mich immer spannend ist zu sehen, gerade auch bei Biografien, wenn ich die lese,
zu sehen, dass Menschen unglaublich krasse Dinge erlebt haben und dadurch gewachsen sind persönlich, stärker geworden sind und nicht dran festhalten und sich beschweren über das, was passiert ist die ganze Zeit. Natürlich ist es da, natürlich ist es schmerzhaft und man verarbeitet es mit sich selbst oder mit einem Therapeuten, aber man trägt es nicht die ganze Zeit mit sich rum und auf dem Präsentierteller. Das ist so die alte Generation, die dann zeigt, ich habe gelitten und dann kommt der andere und sagt, ich habe noch mehr gelitten. Sondern wirklich, dass man damit Würde, damit umgeht und stärker aus der Sache herauskommt. Es gibt so viele Menschen, die unglaublich sympathisch sind, wo man denkt, mein Gott, bei dem muss ja auch alles perfekt gelaufen sein. Und es sind oft Menschen, bei denen es noch schlimmer geht als einem selber. Wo man denkt, okay, krass, wie ist denn mit die Person damit umgegangen? Und dadurch lerne ich auch nochmal ganz, ganz viel, wie widrige Umstände oft starke Menschen herausbringen. Ist für mich sehr, sehr inspirierend. Was ich noch für mich mitgenommen habe, ist, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Wir alle laufen mit Überzeugungen rum. Ich habe meine Überzeugung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Psychologie, Trauma, Gesetz der Anziehung. Aber es gibt da noch viel, viel mehr und es gibt noch so vieles anderes, was diesen Dingen widerspricht. Es gibt immer die andere Seite der Medaille. Und für mich zu sehen, dass die Welt bunt ist und nicht immer nur diese eine Richtung hat, ist sehr spannend und auch mich zu öffnen, dass die Dinge, die ich jetzt gerade lerne und weiß und verstehe und die auch mein Leben positiv beeinflussen, dass es immer noch andere Dinge gibt, die dem widersprechen und mich dafür zu öffnen, dass auch es andere Dinge gibt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber nicht knallhart an den Dingen festzuhalten, die ich weiß und die ich gelernt habe, sondern auch mich zu öffnen für andere gegenteilige Sachen. Dass es einfach so vieles gibt, es ist so bunt, die Welt ist so bunt, und mich für dieses Bunte zu öffnen, es fiel mir oft schwer und fällt mir vielleicht auch immer noch schwer, weil man damit aufwächst, dass man halt immer nur an die eine Sache glauben soll oder immer nur einer Sache folgen soll. Und somit verschließt man ja ganz, ganz viele andere Türen. Aber durch die eine Tür durchzugehen und zu sehen, es gibt noch viele andere Türen, es gibt noch so vieles, was ich noch nicht weiß, es gibt noch so vieles, was mich noch weiterbringen kann, was mich an meiner Persönlichkeit noch mehr stärken kann, noch bewusster machen kann, noch so viele Dinge, wo ich einfach blind bin und noch nichts weiß. Und das ist mir erst recht bewusst geworden durch die Bücher. Erstens, Bücher sind für mich, seit ich 8 Jahre alt bin, sowieso ein Werkzeug, was mein Leben sehr bereichert. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Gedanken vergessen, was ich sagen wollte. Was ich gemerkt habe, ist, dass umso mehr ich lerne und umso mehr ich weiß, lerne ich, dass ich nichts weiß. Und ich meine das ernst. Also früher dachte ich immer nach 2, 3 Büchern, boah, jetzt weiß ich alles. Und dann sehe ich, in Wirklichkeit weiß ich gar nichts. Es ist spannend, das Leben ist spannend. Planet Erde ist super spannend, was es hier alles nicht gibt. Und von all dem, was es gibt, weiß ich noch nicht mal einen Punkt. Also es ist weniger als ein Krümel, das gerade im Meer schwimmt, von den Büchern, was ich gerade gelesen habe. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Ja. Das zu diesen Büchern. Wenn du Wunsch hast, dass ich nochmal genau Bücher vorstelle, die ich gelesen habe, schreib es mir unten rein. Dazu mache ich dann nochmal ein extra Video, wo ich Bücher dann vorstelle. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.